Man hat eine viel größere Freiheit wie früher. Ich habe keine Verpflichtungen mehr. Ich muss sogar nicht mehr höflich sein. Ich kann sagen, Kinder, das interessiert mich nicht mehr. Dann schimpft über mich, mir scheißegal. Ich will meine Ruhe haben. Das kann mir keiner übel nehmen, weil man sagt, na gut, die hat ihre 80 Jahre gelebt. Lassen wir sie mal. Herrlicher Zustand. Es sind viele Abschiede, die man gefeiert hat. Ich bin nicht traurig, dass ich nicht mehr in eine Diskothek gehen kann. Ich kann die Leute viel besser beobachten wie früher. Ich bin reicher geworden im Kopf. Ich glaube auch im Gefühl. Ist ein bisschen verändert, das Gefühl. Ist ein bisschen anders ausgerichtet. Was heißt, was willst du nicht? Das ist das Normale, dass jemand also das, über die Schönheit des Alters spricht, über das Angenehme, ja, über den Reichtum des Alters, über dass der Ruhestand eben, wie du gesagt hast, du siehst es nur von den Medien aus, dass das ein Befehl ist. Ich kann es so nicht sagen, weil ich anders, einen anderen Zustand habe und ich kann nur über meinen wirklich beurteilen. Ja. Und dann kenne ich viele Leute, die sich nach dem Ruhestand sehnen, obwohl sie im Beruf waren. Genau, und da weiß ich eben nur, dass da ganz viele sich danach sehnen und kaum ist es passiert, sitzen sie da und haben eine große Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie viele du kennst, aber ich kenne viele, die dann versuchen, also meine Renate zum Beispiel, die um Punkt 12 hat sie gesagt, so, pensioniert, jetzt geht mein Leben los. So gibt es auch sehr viele. Das meine ich. Also ich kenne einige so. Aber es wird, und man, es ist ja, die Headlines in den Zeitungen ziehen ja meistens das Negative und wird gezogen. Und es wird ja auch meistens, oh Gott, es ist wieder kalt jetzt. Anstatt dass man sagt, Gott, wie angenehm, dass diese Hitze ein bisschen aufgehört hat. Es wird schon gestöhnt in der Stadt. Also dieser Umschwung, es wird immer gleich, weißt du, es geht so schnell, es wird immer... Sicher, es ist traurig, haben wir auch oft genug geredet, dass gute Anwälte zum Beispiel, die ein großes Wissen haben, es nicht weiterführen kann. Ich habe vielmehr, wenn Angst, um diese kleinen, stillen Leute, über die Eltern zum Beispiel, deren Kinder abhauen und die bleiben plötzlich zurück und haben eine kleine Pension.